Dieter Rolf, gibt es denn schon erste Erkenntnisse über diese erdrutschartigen Gewinne der AfD? Na, ist vielleicht noch ein bisschen früh an diesem Wahlabend, aber wir können uns schon mal die Wählerwanderungen anschauen. So. Ja, da sieht man doch recht eindeutig. Die AfD kommt ja tatsächlich Wähler aus ganz verschiedenen Lagern, aus verschiedenen politischen Lagern dazu gewinnen. Die AfD ist also sozusagen die Partei für alle die, die ihre politische Heimat verloren haben. Ja, man kann auch sagen, die AfD ist jetzt die Partei der politischen Flüchtlinge. Als Beispiel nur, einige von der CDU sind da herübergewandert in der Hoffnung auf niedrigere Steuern und damit in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Also quasi Wirtschaftsflüchtlinge? Ja. Aber die Union hatte doch im Wahljahr versucht, durch eine schärfere Law-and-Order-Politik eine Brücke zu bauen zur AfD. Das ist ganz interessant, diese Brücke hat es tatsächlich gegeben. Allerdings war man schlichtweg überrascht, wie viele Unionswähler diese Brücke benutzt haben, um zur AfD überzulaufen. Schauen wir noch mal ganz kurz und dann sehen wir, die AfD hat ja auch erstaunlich viele SPD-Wähler aufgenommen. Ja, dazu war sie geradezu verpflichtet, weil Sozialdemokraten werden ja innerhalb der SPD seit Jahren systematisch verfolgt. Richtig. Sagen Sie, wo wir bei der SPD sind, SPD-Volkspartei, müssen wir uns nicht langsam verabschieden von diesem Begriff, angesichts dieser doch großen Wählerwanderung? Ich würde sogar von einer Völkerwanderung sprechen, um nicht zu sagen von einem Völkersprint. Das müssen Sie jetzt, glaube ich, kurz erklären, ja, Dieter Rolf. Das ist ganz interessant. Das Politbarometer hat zum allerersten Mal die Geschwindigkeit gemessen, mit der Wähler die SPD verlassen haben. Und man kam auf satte 25 Stundenkilometer. Man könnte quasi auch sagen, da rennt Asozi. Ja. Vielen Dank, Dieter Rolf. Wir wissen also jetzt, wer die AfD gewählt hat, wissen aber noch nicht, warum. Bei uns im Studio ist jetzt jemand, der vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Frau Meli Giak, sie ist Publizistin, Schriftstellerin und sie hat einen Hintergrund als Kolumnistin für Zeit Online. Frau Giak, zugespitzt gefragt, ist der Erfolg der AfD heute Abend nicht auch auf Menschen wie Sie zurückzuführen? Bitte? Nun, Sie sind intellektuell erfolgreich, streitbar, eine Frau. Sie heißen Giak und Ihre Kolumne heißt Deutschstunde. Ist das nicht ein bisschen viel? Könnte das nicht Ressentiments in der deutschen Bevölkerung hervorrufen, die dann heute Abend von der AfD erfolgreich abgeschöpft wurden? Mit anderen Worten, ich bin jetzt schuld an der AfD? Vielen Dank, eine klare Analyse.